Leute, ich sag's euch, ich bin so saunervös. Seit 1,5 Wochen habe ich jetzt gewartet ungefähr, dass meine PicoPlanet PCBs endlich ausgeliefert werden. Die hingen im Zoll fest. Und nach ewigen Hin- und Her-Telefoniererei und E-Mail-Schreiben habe ich heute früh dann endlich gesehen, dass sich der Zustand im Tracking geändert hat und sie doch ausgeliefert werden. Und ja, seitdem habe ich jetzt heute darauf gewartet, dass endlich ein Auto herkommt und mir ein hübsches Paket mitbringt. Und jetzt ist es soweit. Ich habe eine schon ausgepackt von den 5 Varianten, die ich bestellt habe. Und ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Es ist schon besser geworden. Ich habe bis gerade eben vor Aufregung ein bisschen gezittert möglicherweise. Und mir ist den ganzen Tag ein wenig übel, weil ich echt Angst hatte, dass ich irgendwas ultra verbockt habe bei den PCBs und sie aus irgendeinem Grund nicht funktionieren. Ihr habt ja gesehen, die alte Revision hatte da irgendwie auch so ein paar kleine Fehlerchen. Aber bisher sieht alles gut aus. Ich konnte den Bootloader flashen, das habe ich gerade gemacht. Und jetzt suche ich mir ein Kabel und bespiele den Arduino-Sketch und hoffe, dass der dann auch tut. Und wenn das alles passt, dann kann ich mich darum kümmern, ein paar davon auf Tindy zu schmeißen und besonders wichtig, meinen 10-Plus-Dollar-Patrons endlich mal welche mit der Post zu schicken, weil es jetzt doch alles fast 2-3 Wochen länger gedauert hat, als ich gedacht habe. Was im Endeffekt meine und auch ein bisschen die Schuld vom Zoll ist, aber dann gehen die endlich raus. Und was ich mir auch noch unbedingt angucken will, ist, wie die CircuitPython-Sachen funktionieren. Ich glaube, dass das die deutlich einsteigerfreundliche Variante wäre, was mit meinen Platinen zu machen. Holy smoke. Heilige Scheiße, es funktioniert. Oh. So viel Adrenalin, so viel hatte ich schon lange nicht mehr. Puh. Nee, ich sag's euch, der Hammer. Nachdem ich dann die richtige Toolchain installiert hatte, war das Compilen vom Bootloader und von der Firmware eigentlich total einfach, super cool. Und CircuitPython macht auch generell richtig Spaß. Ich war sehr positiv beeindruckt tatsächlich. Man kann ganz viel Sachen damit machen, die man mit Arduino eher nicht machen kann. Zum Beispiel sich auf eine interaktive Konsole verbinden und dann direkt Befehle ausführen. Ich finde, das macht es super viel einfacher, um irgendwelche Sensoren und sowas zu debuggen. Das hat mir richtig gut gefallen. Und es ist auch super schön, dass man einfach direkt seinen Code-File praktisch auf das Laufwerk, das man dann sieht, einfach direkt legen kann. Wenn das den richtigen Namen trägt, wird es sofort ausgeführt. Also sofort, wenn es draufgelegt wird, gespeichert wird, wird es direkt ausgeführt. Man muss nicht rebooten oder nicht selber irgendwie rebooten. Und das fand ich echt alles richtig, richtig angenehm. Das Einzige, was nicht so ganz geklappt hat, ich habe ja die dreifarbige LED, also die RGB-LED auf dem Board, die würde ich auch gerne als normale Status-LED für CircuitPython verwenden. Das heißt, die würde dann mit der Farbe und dem Blinken anzeigen, welche Fehler gerade im Code geworfen werden. Wenn ich das so mache, dann kann ich sie aber aus dem User-Code gerade nicht mehr richtig verwenden und da scheint in CircuitPython noch irgendwie eine kleine Implementierung dafür zu fehlen, dass das dann auch funktioniert. Es geht schon, wenn man andere Arten von LEDs benutzt. In meinem Fall geht es jetzt einfach nicht. Finde ich jetzt aber auch nicht so super tragisch. Was ich in letzter Zeit auch noch ausprobiert habe, ist ein 7-farbiges E-Paper-Display. E-Paper-Geräte und E-Paper-Displays mag ich total gern. Ich finde, die haben eine sehr schöne
Haptik ist das falsche Wort. Sie sehen sehr angenehm aus, ja, weil sie halt wirklich diese Papieroptik haben. Das gefällt mir besonders gut. Ich nutze ganz oft so einen E-Reader, der auch einen Digitizer hat, um Sachen zu zeichnen und Notizen zu machen. Den mag ich richtig gerne. Und jetzt habe ich gesehen, dass es ein E-Paper-Display mit 7 Farben gibt. Und das fand ich total spannend, weil ich glaube, dass das super gut funktioniert für Generative Art-Anwendungen. Und das habe ich jetzt mal ausprobiert in den letzten Tagen. Sache. Also ich finde, für Fotos funktioniert das nicht so toll. Man muss natürlich bei 7 Farben dann dithern, um irgendwie einen größeren Farbraum darzustellen, wenn man Fotos präsentieren will. Und die Farben wirken dann immer sehr dunkel und entsättigt, würde ich das beschreiben. Aber es ist trotzdem beeindruckend. Also es sieht trotzdem sehr schön aus. Und es ist auch so, dass sich einfach manche Fotos, je nachdem, welche Farben die beinhalten, einfach besser und schlechter dafür eignen, dargestellt zu werden. Was aber, finde ich, richtig gut funktioniert, ist, wenn man wirklich mit den 7 Farben arbeitet, die da sind und die explizit benutzt, wie das zweite Bild, was ihr gesehen habt. Und ich finde, dann knallen im Sinne von einem E-Paper-Display, ja, dann kommen die aber richtig gut raus. Und ich denke, wenn man Generative Art-Anwendungen dafür schreibt, muss man das einfach beachten. Ja? Also ich meine, wie immer, wenn ich was für Stiftplotter schreibe, muss ich schauen, dass sich das gut für den Stiftplotter eignet. Und wenn ich jetzt mir was ausdenke, dann muss ich schauen, dass sich das für das E-Paper-Display gut eignet. Und die Idee, die mir gerade so ein bisschen im Kopf rumschwirrt, wäre, so eine nette Anzeige zu machen, um ein bisschen so Stats anzuzeigen. Ja, YouTube-Abonnenten oder Twitter-Abonnenten oder, weiß ich nicht, irgendwie so Zahlen und Fakten, die ich so aus meinem Social-Media-Sachen rauslesen kann zum Beispiel. Und die irgendwie so ein bisschen versteckt zu visualisieren. Ich glaube, das würde mir sehr gut gefallen. Ich weiß noch nicht, wann ich dazu komme, aber das seht ihr sicher in einem der kommenden Videos. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Macht euch auch einen schönen Sommer. Lebt euch.